schon jemand beklagt, wenn ich mit so Sachen spiele, hat es gesagt, das sieht wie jemand, der im Büro sitzt, mit der Brille am Computer. Wenn jemand das stört, muss man auf die Augen zu machen, weil ich bin nicht im Büro, ich bin in allen möglichen Welten. Und wenn man das wirklich will mitkriegen, empfehle ich auf die Augen zu machen. Gut. Das sieht gut aus, verloren. Das Itzo. Kleben und kleben lassen. Kreizen Szenen in C-Moll. Heute am 6. Juli 2017 ging die Sonne wieder beträchtlich auf. Beträchtlich normal. Die Sonne drückte sich nicht wie in den letzten Tagen aus dem Berg, um darob gewissermaßen ihren
gewohnten Weg zu gehen, zu kriechen, über das Himmelsgewölbe, durch die Dunstglocken und Giftschwaden sich wegbahnend durch all unseren Morast. Die Sonne war einfach da, kurz nach 5:30. Null abgeschwächt, in freier Bahn wieder. Trump lag zeitverschoben erstmals im Bett bei seiner Blonden. Sie gab ihm schnell, was er brauchte, und drehte sich dann zur Seite. Obama schaute noch fern und sah sich alles an. Merkel feilte an ihren abgefressenen Fingernägeln, die Welt fraß sie, die Merkel auf. Putin war wie ich früher aufgestanden. Er ordnete diffig sein Fischzeug. Ja, fischen. Fischen gehen wollte er, wie die einfachen Leute. Es tritt auf eine sehr bunt gekleidete, in einer Art Kimono. Sehr schön, denke ich mir noch. Wohl Seide, eine reinsiedige Frau im, ich wollte sagen, mittlerem Alter, aber sie ist altersmäßig kaum einzuschätzen, hinein in den Hauptsaal vom Zen-Kloster in Hikoshima, dort, wo ich mich seit rund 2 Monaten aufhalte. Ich nehme an einem Kurzseminar zum Parasympathikus teil, habe dafür freigenommen. Ich arbeite bei einer Versicherung. Die mittelalterliche Frau verbeugt sich vor uns allen Kurzseminarteilnehmenden. Sie geht jedoch an einen Zen-Tisch. Wir in einem Zen-Kloster, die Zen-Tische niedrig. Sie muss knien. Ich hasse diese Zen-Knierei. Echt, mir tun die Knie weh nach wenigen Minuten. Und die Beine neben sich, handorkelmäßig, wie die Frauen zum Beispiel in Bali, wie die das dort machen, das sei weibisch für mich als Mann, sagen die in Bali, die Männer, und bringen mir einen Stuhl. Dies die herbeigerufenen Frauen, dies in Bali, dies am Rande, dies aber auch doof, weil ich fühle mich dann so erhoben auf eine ungewollte Art, wenn ich neben den knienden Männern und Frauen balische Blutsuppe, Blut von Enten, essen muss auf einem Stuhl. Die Äbtissin, die vom Zen-Kloster, kniet sich vor das niedrige Tischchen. Auf dem Tisch steht ein blaues Glas, woher sie wohl dieses hat, überlege ich mir. Sie nimmt einen Carondage Bleistift, ich erkenne ihn aus allen Bleistiften der Welt, er ist rot und hat so eine goldene Schrift. Sie nimmt einen Bleistift und schlägt das blaue Glas an
und es macht Bling. Zusammenfassung: tritt auf im Alter im Knien. Das Tor, das von mir gewählte Tor, ist so schwer wie aus Blei, so schwer zu öffnen. Draußen regnet es Bindfäden aus allen Kübeln. Ich aber liebe diesen Regen in diesem Kloster. Wir kommen alle zur Besinnung, ein Geschenk, einatmen. Wir klebten als einfache Übung. Die Bruchstellen sind wie bei den meisten bis am Schluss erkennbar. Es ist ja nur ein Glas. Wenn man es anschlug, hörten wir einen Klang. Diesen Klang nennt unsere Äbtissin mein Guru Itzo. Nach erfolgreichem Kurzseminar Abschluss trat er in die Welt hinaus und beschrieb unter anderem und anderem zwei Schweizer. Das Ganze begann so und ist schnell erzählt. Chomachon, Chomachon, entgegnet der Schöppeli Munki dem Hoder Basaler. Sein Ton, immer etwas sarkastisch, nervte auch alle damit und widersetzte sich Hoder Basaler stets. Der Schöppeli Munki war der Meinung, falls man die Ausländer aussperren, also sie nicht hineinlassen würde, kämen wir am besten weg. Und so weiter und so fort. Der Hoderbäseler im Gegensatz dazu war ein, in der Schweiz sagt man, Sohund. Ein hinterfotziges, blödes Arschloch, wie er im Buche steht. Außerdem lügte Hoderbäseler konstant den lieben langen Tag von morgen früh bis abends spät. Rücks, herhören! Hallo, können Sie mich denn nicht hören, Gottverdammt nochmal? Kommen Sie doch mal her, Fuß, sage ich. Kommen Sie mal, Fuß, subito, wenn ich bitten darf. Brüks, Sie machen mir Sorgen. Wie oft muss ich mich wiederholen? Sie sollen sich nicht so anstellen. Hören Sie mir überhaupt zu, Brüks? Hallo, Brüks, kommen Sie her. Ich tue aber sofort Fuß. Kommen Sie her und machen Sie, was ich Ihnen sage. Fuß, Brüks, Fuß! Brüks, schön, dass Sie sind endlich gekommen. Und hören Sie mir zu. Hören Sie mir überhaupt zu? Ja, okay. Also, hören Sie mal. Ich sage Ihnen all dies nur ein einziges Mal. Hören Sie. So, wie Sie sich verhalten, eben, wie ich mich schon mehrere Male wiederholen musste, so wie Sie sich verhalten, und ich rede zuallererst vom Inhaltlichen, sondern von den für Sie bekannten Softfactors. Schöppeli Munki zuckte leicht zusammen, als er das hörte, und entgegnete wenig lauter: komm schon, du Lau. Er meinte den Obigen, welcher ihn des Öfteren drangsalierte. Schöppeli Munki stand nun auf, wie täglich, an jedem Tag, Tag ein, Tag aus, Montag bis Freitag, im Frühling, Herbst und Winter, bei Regen, Schneestürmen, wie auch bei Sonne, dies bloß am Rande. Unser Schöppeli Munki, wie alle ihn nannten, machte niemals blau. Oder dass er sonst was, wo wie tagsüber rumflirtete oder geschweige rumgetrümmelt hätte, nach herkömmlich nicht akzeptabler Manier, sprich, Schöppeli Munki war ein Mann alter Schule, ein Mann von Schrot und Korn,
runterfahren konnte Schöppeli Munki schon lange nicht mehr, auch wenn ihm dies zugestanden wäre. Nicht einmal an seinen Wochenenden schaffte er dies richtig. Runterfahren bedeutete für ihn mal ausschlafen, in die Ferien fahren, zumindest jedoch einer normalen Freizeitbeschäftigung nachgehen. Nein, Schöppeli Munki war nahezu arbeitssüchtig, in dem Sinne, dass er ohne Arbeit nicht leben konnte, wie wir meisten Leute, ein Workaholic. Er musste an seiner Arbeitsstelle jedoch nicht überdurchschnittlich viel Verantwortung wahrnehmen, machte auch nicht viele Überstunden. Es waren die Zeiten, während Schöppeli Munki lebte, diese Zeiten, während denen sich alles zu verändern begann. Vogel friss oder stirb. Schöppeli Munki prallte fast an eine Wand. Die alten Dinge zählten nicht mehr. Er kam in einen unbeschreiblichen inneren Druck, Leistung zu markieren, zu performen, stets mit einem Lächeln im Gesicht. Zufrieden machte ihn dies kaum, aber auch nicht unzufrieden. Allgemein fand man sich damit ab. Zu seinem Glück hatte er eine gute äußere und innere Verfassung. Letztendlich hatte er es dem Umstand zu verdanken, einfach eine gute Sicht zu sein. Er hat die anderen Leute A. so genommen, wie sie waren, und B. im Wesentlichen nach dem Innenleitsatz gelebt, die anderen so zu nehmen, wie sie einfach sind, und C. man würde dem sagen, leben und leben lassen, ohne sich dem wirklich bewusst gewesen zu sein. Nein? Der Schöppeli Munki hat dies schon lange nicht mehr bekommen. Es wurde ihm schlichtweg ausgeredet. Man hat ihn sukzessive abgemünkelt, rumgeschigekelt und hinten und vorne abgescharmenzelt. Und das, ich muss das hier leider sagen, das mit einem oberfiesen, hinterfotzigen, sauhundmäßigen System. Weniger Glücklichen, oder besser gesagt, von Gott Bestraften, die hat man, wie das auch früher passiert ist, das hat sich schon lange eingespielt, lange vor der Zeit vom Schöppeli Munki und den anderen, die hat man nach wie vor in die Klapsmühle verfrachtet, sie medikamentös ruhig gestellt und so aus dem Verkehr ziehen können, ohne dass sie noch hätten können auf irgendeine Art Schaden anrichten. Die meisten haben gemeint, das sei auch recht so. Die, wo durchgedreht sind, hätten sich das selbst zuzuschreiben. Recht so, haben sie gesagt. Nummer einsperren, aussperren, wegschaffen und ausschaffen. Alle zusammen, wo Licht wollen, spuren. Und wie Sie auch wissen, gerade diese Soft Factors sind jene, die wir uns, und das wissen Sie, seit geraumer Zeit, ich wiederhole mich, seit geraumer Zeit als einziges auf die Fahnen geschrieben haben. Das gilt für Sie wie auch für Ihre Kollegen. Ob Sie und Ihre Kollegen nun wollen oder nicht, als alleroberste Maxime. Die, und ich habe das mit der Geschäftsleitung besprochen und alles wurde auf allen Kanälen kommuniziert. Die Soft Factors sind nun mal halt das, was heute zählt. Nicht Ihre Expertise. Diese ist, sagen wir es auf Schweizerdeutsch, alter Kaffee. Ich sage Ihnen nochmals, alter Kaffee. Null Dankbarkeit, dieser Typ. Null Dankbarkeit. Und dann diese Schreibe, ständig von diesem Schöppli-Muggi oder wie er ihn nennt. Dann in dieser Sprache. Aber nein, wie hochgewirkt klingt das Ganze, wie Gekotze. Wie eine Kehlkopfkrankheit. Ja, Krebs ist das. Ins Gesicht schlagen würde ich so einem am liebsten. Ja, direkt einen in die Fresse hauen, dass es nur so einem reingeht. Soft Factors, Soft Factors. Und das gilt auch für mich. Sehen Sie das nicht? Szene 4, Grind runter und Säckle. Wo das nochmal gesagt
Tisch gewesen, hat sich der Holder Besseler anhocken und ein bisschen nachdenken über alles, was eigentlich passiert ist in dem Land, wo er gelebt hat und wo er aufgewachsen ist und wo er ein Teil geworden ist von seinem eigenen Leben, seinem eigenen Dose. Dessen ist sich der Holder Besseler interessanterweise schon fast selbstreflektiv bewusst gewesen. Er ist hingesessen, hat nachgedacht und hat alles einfach aufgeschrieben, was er durchgemacht hat in seiner Erlebung und was ihn hat gedacht. Er müsse es dann schon irgendwann einmal einfach jemandem am Mann bringen. Ohne wollen damit hausieren damit. So viel hat er sich dabei gedacht, hat er sich meist, es ist nicht viel, oder doch am Ende, bei Gast, hat er sich gedacht, ob er das noch hätte aufschreiben werden wollen sein gewesen, das ist ja schon fast eine Tür zwei. Soppelotte, das sehe ich noch mal. So viel hat er sich gedacht, in seiner unbeschriebenen, aber in diesem Land wohlgemerkt, adäquate Form. Die Leute sie waren freundlich und bescheiden im Allgemeinen. Sie sind einfach so erzogen worden. Und das auch noch heutzutage. Da bin ich mir ganz sicher. In seiner bescheidenen Art, also hat er gedacht, ganz offen. Was wollte heissen, ich mache dann schon, was ich will im Leben. Ich lasse mich von niemandem reinreden quasi. Ich will dann nicht den Neid vom anderen an mich ziehen. Bei Gott nicht, das führt dann nur zu Neid und gegen Neid. Wir wissen ja, zu was das alles führen kann, oder nicht? Schauen Sie doch einmal nur nach Syrien. Dort herrscht ein einziger Hickhack. Ein Schandbares Durcheinander, das kein Sohn mehr versteht, geschweige denn, dass wir hier in diesem Land auf irgendeine Art Welle hätten, allen denen, die es nicht gut geht, zu helfen, weil es uns, und das hat sich wirklich nicht mehr abstreiten. Er hat ja auch selber täglich Zeitung gelesen und sich informiert, wie man das gemacht hat in diesem Land, wo alle im tiefsten Herzen eigentlich nur das Beste haben wollen für sich selbst und für alle anderen, trotz dass wir meinen, uns ging es beschissen mit diesen huren Bäckchen zu Zürich. Am Ende schon noch recht gut geht im Vergleich. Lange Rede, kurzer Trost quasi. Er hat das Ganze nicht als eigentliche Kritik an diesem System verstanden. Er hat einfach einmal müssen einen rauslassen, abladen und auf den Tisch holen. Er hat einmal müssen sagen, was ihn bewegt hat. Ja, er war einfach einer gewesen. Früher hat man gesagt, ein Querulant. Oder sonst eine Nürze auf irgendeine Art oder wie. Genau das war es, was er im tiefsten Inneren angetrieben hat. Alle die Aufzeichnungen, die uns hier jetzt so vorliegen, abzugraveteln und die Notate quasi letztendlich in Umlauf zu bringen, nicht als Landesverräter oder Nestbeschmutzer oder kommunistischer Heilslehrer überbringen quasi. Nein, er hat das alles auch geschrieben, weil er uns auch noch auch einfach wollte Mut machen. Mut machen, uns in dem Elend, wo wir uns alle befinden und befunden haben, zurechtfinden, quasi das Licht am Horizont nicht aus den Augen zu verlieren und selber nicht vom Weg abzukommen mit gespässigen Sachen wie einer Art Konsumverblendung respektive eine Verbündlisierung in unseren eigenen vier Wänden. Es war alles dort in diesem Land, wo er gelebt hat, ein bisschen komplex gewesen. Komplex in dem Sinn, Globalisierung hat natürlich von diesem Land nicht Halt gemacht. Globalisierung ist auch auf das Land übergeschwappt, wie eine Art Krebs oder eine Vogelgrippe, viel mehr. Item. Auf jeden Fall, was ich nachher wollte sagen. Grind runter und säckle, kann ich nur sagen.
Szene 10, Afrika. Als ich und meine Braut in diese Wartehalle eintreten, überkommt es mich kurz. Die Brötchen sehen abgestanden aus und die Hotdog-Würstchen in den ihrigen gammeln still vor sich hin. Ihre Arbeitsschürze könnte sie auch mal wechseln, denke ich bei mir, als ich die Bedienung hinter dem Tresen erblicke. Ich bestelle bloß eine Tasse Kaffee. Meine Braut genehmigt sich ein erstes Glas. Es ist kurz vor der Mittagszeit. Unser Vorhaben ist es, von der Hauptstadt aus an die Küste zu fliegen. Im Vorfeld habe ich schon ein Strandhaus mit Kochgelegenheit und Pool gebucht. Es gibt dort mehrere solche Strandhäuser, sprich Bungalows mit Kochgelegenheiten an diesem Pool. Betrieben wird die Anlage durch eine ursprünglich aus Schottland stammende Öko-Lady undefinierbaren Alters, die aber schon seit Jahrzehnten im besagten Land lebt. Scheinbar war sie jemals mit einem einheimischen Menschen verheiratet oder ist es immer noch, also verheiratet. Die Leute sagen hinter vorgehaltener Hand, sie sei vormals von LSD oder Ähnlichem abhängig gewesen oder stünde immer noch drauf. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben gut im Vorfeld ein paar romantische Strand- und Sonnentage dort selbst gebucht. Es handelt sich nicht um unseren ersten Aufenthalt bei der Schottin. Wir kennen die Umgebung gut und fühlen uns bei ihr heimisch und vertraut mit der Gegend verbunden. Die Wartezeit zieht sich jedoch unerträglich in die Länge. Meine Braut trinkt dann, es ist schon eine Weile her, die Erinnerung verlässt mich. Sie verteilt noch ein, zwei Gläser mehr. Ob wir ernährt werden im Flugzeug, wissen wir zu diesem Zeitpunkt nicht. Vielleicht esse ich auch eines der nicht sehr ansehnlichen Würstchen. Ich erinnere mich kaum, vor langer, langer Zeit trägt sich dies alles zu. Mindestens zwischen 5 und 10 Jahren ist das her, soweit ich mich itzo entsinne. Ich verdränge alles. Ich gebe es zu. Ich muss wohl. Nun zurück zum Geschehen. Ich bin in einem äußerst nervösen Zustand, verbunden mit einer unsäglichen Langeweile, hervorgerufen durch die für uns verboten anmutende Warterei. Der zu erfolgende Zeitpunkt der respektiven Abflüge werden mit einem scheinbar undurchschaubaren Prinzip organisiert. Wir müssen also ausharren. Ich bin nervös und aufgewühlt, sagte ich schon. Grund? Meine Braut? Ja, die ist noch nicht meine Braut. Kürzung, es folgt Heiratsantrag über den Wolken, über dem Kilimandscharo. Wir kannten uns schon eine gute Zeit, besucht hatte ich sie bereits mehrere Male. Die verhältnismäßig kurze Flugzeit von Europa in das Land meiner Holden dauerte etwas mehr als 7 Stunden. Geiler Direktflug. Angekommen bin ich jeweils kurz nach 18 Uhr, Zeit, um noch kurz in der Unterkunft zu duschen oder Zeit für andere Dinge. Im Hotel, um dann kurz vor Mitternacht in eine der ziemlich angesagten Diskotheken zu fahren. Clubbing nannten die sowas auf Sheng, dem lokalen Englisch-Mix. Ausgehen, das war ihr Ding. Es war fast unmöglich, sie vor 3 oder 4 Uhr morgens nach Hause zu bewegen. Meist ging die Sonne schon auf, bis es mir dann endlich gelang, die Süße von den Klängen und Rhythmen loszureißen. Oder dem Alkohol.
zurück zu unserer Wartehalle. Wir warteten und warteten also auf unseren Inlandflug im Inlandflugterminal und drehten Daumen. Warum ich aufgeregt, das sei Itzo erzählt. Wie auf einen Schlag ging alles los. Eine leicht untersetzte Bodenflugbegleiterin mit einer neonfarbenen Signalkelle und einer unsäglichen verknitterten Kunststoffuniform. Bei der So More Hits, dachte ich mir noch, und einer Haartracht auch aus Kunststoff, welche jene Frauen sich machen lassen beim Friseur, bezahlt von ihren jeweiligen Mackern. Für jene machten die das wohl, die Macker mochten das, wie ich mir überlegte, weil die zahlten die Haarpracht, ja. Unsere Eskorte, die solch eine Plastikfrisur auf ihrem Haupte sich beraten ließ, signalisierte uns Reisenden, der Flug ausgebucht, demnach wie eine große Meute uns allen also den Weg quer über das Rollfeld, quer hinüber zum Luftfahrzeug, welches endlich bereit war, auf uns wartete. Der Abflug stand kurz bevor. Auserwählte über eine Klippe hinunter gestoßen, und zwar war das bei einer Wanderung im Berner Oberland. So war's, aber das ein andermal. So war's, ich lüge nie. Tschüss miteinander, eine schöne Nobe. Bye bye, I love you. Auf Wiedersehen. Ciao zusammen. Auf Wiedersehen. Eine gute Miteinander. Der Vorhang geht auf eine Art zu. Szene 12. Wenn sie mal hören, wie es dehnt, wenn es einem ins Hirn geschissen hat. Nun war es so, weitermachen, dachte ich, erkläre ihn auch selbstverständlich nicht ab und zu. Auch neuerdings oft erhalten Leute keinesfalls eine Die Scheinwerfer müssen meisterhaft gespielt hat Basel. Baseler Fasnachtskomitären Mitgliedsversammlung wurde auch keine Sammelaktion ins Auge geführt. Am weißen Stein des Anstoßes. Kommentieren Sie das mal. Kasten sind
in Reichweite so weiter hinten anstellen, ankommen, abfasten. Opfer sind auch nicht mehr aktualisieren müssen wir keinesfalls nur die Leute, ja, die mit Scheinwerfern. Auch Fußballer sind in Sammelaktionen augenblicklich Opfer. Opfer. Und alle werfen mit Stein. Im Schein. Verstanden. In Ehren. Im Kommen. Sie wollen keinesfalls Augenopfer. Scheine, Nächte, Samen. Reich es weiter. Geführt, gestellt, verstanden. Haftung. Kästen und Kasten im Falle des Reiches. Liberalisierung, falls Sie das im Auge geführt haben, werfe ich den ersten Steinemann, war der beste Spieler auf dem Feldzüger. Ja, Feldzüge bekommen historisch gesehen keine Opferrollen. Mutige, die sich aufgehen lassen, können wir kaum trennen. Ja, auch sind nur Menschenwürde, sagte Einstein, ist das Wichtige des Universums, des Erdenreichs. Können wir zerstören, ob sie wollen oder halb langsam. Er spielte nicht Geige, Universum, Erde, Gedanken und Weite. Reich sein nützt nüt. Auch Geigerzähler, Falschspieler, hirngläubige Unendlichkeitsforscher. Die Wissenschaft, ja, Wissenschaft, auch Philosophie. Alles durcheinander, alles oder vielmehr fast alles. Nur noch hoffen, beten und exakt sein. Nur Weichmacher, Linientreue und Hoffnungsträger. Allesamt Alleebäume, Suiten für alle Instrumente, Bläser, Fagotte und sowieso Einstein, Herodes, Götter, Frau natürlich auch, Hirntotem, Mausestille. Schöne, du bist sehr, sehr schön. Frauengestalten, Falten, Rosen, Herzzeitlosen sie überhaupt zu? Dazu kommt Edelstahl, marginal, asoziales, analphabetisches Googlen, Internet, Impact, Einsicht, Weisheit, nochmals Scheinheiligkeit in unserer Zeit. Helfen Sie mir doch, ich bin doch auch bloß nur ein Wurm, ein Apfel, ein Baumrindenkäfer, der nichts können kann, das jeder und jede auch Transvestiten, deren Witz ist gar nicht meine Wellenlänge, aber zum Schluss Nachtkäfer, Saumflieger, Landschaftszeichner, Liebe. Liebe, Liebe, ja, Gedanken und Liebe und die Gravur der Halbmäste, nein, Fahnenträger, nein, Soldaten, Kriege, warum, wieso, schon immer und immer Sandkörner, nur Wasserträger, Huren und andere Sozialisten, Misanthropen, Gutmenschen, Denker, Nichtdenker, Mitmacher, die müssen das alle, die können nicht anders. Hafenarbeiter, Söldner, Glücksspieler, wir alle nur hoffen, hoffen und beten, knien und Affentheater, das alles kaum zu glauben, im Sünden, im Vergessen, nein, ja, hier, Itzo. Habe ich das alles nicht gesagt, wollten Sie das alles hören? Er kam, sah und vernichtete uns unerwartet, oder doch? Sehen Sie eine Zukunft? Haben Sie Angst?
Wollen Sie auch nur das Beste oder bequemen Sie sich in unserer Konsumgesellschaft durch eine Weiterbildung? Erziehen Sie Ihre Kinder gut. Machen Sie anderen Mut. Freude am Leben, ja, Freude am Leben. Nur so können wir situationsbedingt oder historisch gesehen im richtigen Augenblick Zuwendung geben, Nähe, Sozialleistungen, aber auch wir einfachen Menschen, wir Mitmacher in allem, wehren müssen wir uns, unterstreichen, vorwarnen, Ausrufezeichen setzen, nur gewaltlos, nur ein pazifistisches Denken. Ein Aufruf, nicht für mich, nicht für unsere Kinder. Nein, ich weiß auch nicht mehr, wie weiter. Kaum je hat das stattgefunden. Es war nicht geplant, nicht alles hat so gut angefangen. Mit Musik, mit Klang, ja auch mit Poesie, mit Worten, mit Zuneigung, mit Leben fühlen, Mitbewerber berücksichtigen, nicht ausgrenzen, alle gleich. Wir alle. Kontinente, auch in einer globalisierten Welt, auch mit unterschiedlichen Mentalitäten, mit Glauben, im Unglauben, rein spirituell, abgezählt alles. Nein, ich wehre mich dagegen aufzugeben, mit was? Ohne Geld, ohne Kräfte, die mit mir spielen, alle zuspielen lassen im Itzer, im Geist, hier in der Nacht, mit ihnen. Trost, ja, tut mir leid. Ich wünschte nur etwas, Sorgen, einen Morgen geben, ein Weitermachen, leben und leben lassen, einfach so sein dürfen wir, das ist uns das erlaubt. Ist das wirklich nur mein Problem? Bilde ich mir das alles nur ein für alle Mal auswendig, ja gelangweilt, abgeschottet oder verlassen? Wie würfeln, wie Zufallsprinzipien. Einstein, wo bist du? Es war schon mal einer. Der hat einen hohlen Zahn. In diesem hohlen Zahn hat es ein Briefli gehabt. In diesem Briefli ist gestanden, 10 kleine Nägelein. Da waren es nur noch 9. Interlude 1. Nur Bares ist Wahres. Neunmal musste ich Ihnen das sagen, neunmal musste ich mich wiederholen, 9 Todsünden, 9 Wochentage, 9 kluger wir alle, 9 Schläfer, neuerdings stand Folgendes in der Zeitung, Bush malt. Haben Sie auch davon gelesen? Schöne Bilder sogar, könnte dann der Neue da nicht auch malen? Was Hübsches, bitteschön, was Profundes, was wirklich Weltbewegendes. Diese Preise im Kunstmarkt heutzutage unglaublich passgehört. Früher
Drogentod, ein Schwarzer, ein Italo-Afrikaner, seine Großmutter Kalabrien, Cappuccino quasi. Sie verstehen, ja, der Pass gehört für sage und schreibe 120 Milliarden Billionen Dollar. Unglaublich, diese Summen, ja, und sein Galerist damals, ich hoffe, es war nicht sein Sohn, auch wegen Drogen, aber lassen wir das, er hat einen Teil noch für ein paar läppische Fränkli verdient. Wer sind unsere Dealer, stellt sich somit die Frage. Kaufen wir unser Gras bald legal in der Apotheke oder sogar im Supermarkt? Die Rechtssysteme der Welt sind auch gebeutelt, sage ich Ihnen. Bei uns im Kanton Bern legal oder im Kanton Inner oder nicht, obwohl die Burka wurde ja im Glarus. Ja, aber nun wird es allzu sehr kolloquial. Lassen wir das. Bleiben wir integral. Tremble, 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 tremble. Tremble, 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 tremble. Tremble, 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 tremble. Jo. Tremble. Auf die Erleuchtung. Die Inspiration. Die Eingebung auf eine formvollendete, von allen akzeptierten, von allen getragen, in allen Dialekten der Welt verstanden, ein Geben. Sieh es mir bitte, nicht Haue, nicht Geld, nicht Ehre und Ruhm, geben Sie mir Aufmerksamkeit in den kleinen Dingen. Es sind kleine Zeichen, die wir entdecken können. Ich freue mich daran. Kleine Dinge, die Geschichten erzählen, Geschichten auch, wie die anderen es machen, als Qualitätskontrast. Kleine Massagen aus einer Flasche oder dem hohlen Zahn. Mitteilungen lesen können aus einer anderen Welt, sich öffnen, die guten Dinge nehmen, vom Feind lernen und diese Zeichen als Pflugscharen anwenden und sei es bloß ein Lächeln. Lächeln Sie bitte wieder, schenken Sie Freude, mir nichts, dir nichts, mache ich mich auch oft wieder davon. Ich gebe es zu. Ich stehe meinen Mannsgockel, den ich auch bin. Alles ist in mir. Seht ihr das nicht? Alles und jedes, de todo y nada, Tag und Nacht, Sodom und Gomorra, im Sommer und Winter, auf und ab, Yin und Yang, Mann und Frau und Transen, Jung und Freud und Lacan, die Dreifaltigkeit, die drei Weltreligionen. Neunmal klug sind wir alle, 7 Tage die Woche, 12 Monate, ein 13. Monatslohn, der 14. wurde mir schon längst gestrichen. Nun zu etwas ganz anderem. Schlussmusik für imaginiertes Tuba, Summen. Melodie aus Turandot, Puccini, Nessun Dorma, ab Takt 10 bis erste Note, Takt 14, Andante Sostenuto, Viervierteltakt in Achtel, auf zweiten Achtel einsetzen. Ta 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 ta, 1, 2. Ta 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 ta. Schnappen wir ihn. Schnappen wir ihn. Den Gedanken, der zum Schluss führt. Ich habe ihn nicht. Sie vielleicht schon, geschätzte Menschen. Zu viele Male schon habe ich angesetzt und wieder abgelassen. Mir aber bleibt nur zu sagen, Bon Appetit, goodbye, thanks the Lord, Halleluja,
Ich liebe mich. Nein, es war ein Witz. Ein unangebrachter Witz, eine Todsünde und eine kaum entschuldbare Frechheit. Ich will weder ins Gefängnis noch in die Hölle. Ich wollte sagen, wenn ich da noch kann, wenn Sie mich nur noch lassen, es bleibt mir nur zu sagen, im Verlassen mit Hoffnung auf eine Begegnung, bald wieder und meiner Restwürde, in aller mir noch übrig gebliebenen Bescheidenheit und Anmut, nackt stehe ich vor Ihnen da, und entzweie am Schluss das kaum noch haltende Schnürchen. Geht hin ohne Bitternis, mit Courage und Elan. Tragt saubere Kleider, immer mit Taschentuch als Frohnatur. Und ich hoffe, Sie haben Ihre Hausschlüssel nicht vergessen. Als Anstandsmenschen Respekt zollt, in Demut und Selbsttreue, klug handeln, eigenmächtig, lasst euch den Mund niemals zunehmen, bitte seid pünktlich und hilfsbereit. Gehet hin mit einem freundlichen Lächeln und umarmt von ganzem Herzen bitte diese unsere einzige Welt. Es sprach, es regnete nicht. Merci. Zürich nicht völlig verarmt. Eine milde Gop, bitte noch. Heimweh Basel. Ja, sogar. Also ich bin natürlich eine Stadtzürcher Bürgerin. Ah, okay, gut. Jetzt bist du entschuldigt. Gell, jetzt bist du jetzt nein, wenn ich aus dem Bass raus kann ich noch aus dem Bass kommen. Wunderbar, danke. Ja. Ja.